Ich bin Imam, Muslim und homosexuell. Das ist für mich kein Problem. Ganz im Gegenteil. Es steht geschrieben, jeder, der es tut oder mit sich machen lässt, muss sterben. Man soll sie von Türmen werfen, unter Mauern begraben oder verbrennen. Der Prophet sagt, töte den, der es tut und dem es getan wird. Alle, die es tun, sollst du töten. Deshalb, meine Brüder, steht auf Homosexualität die Todesstrafe. Ist Ludovic Mohamed Zahid also zum Tode verurteilt? Der 39-jährige Franzose mit algerischen Wurzeln ist Imam, ein islamischer Geistlicher, und lebt offen schwul. Die Leute, die behaupten, der Islam und Homosexualität würden sich ausschließen, sind für mich Faschisten. Zahid ist der erste Imam Europas, der sich traut, ein Tabu zu brechen. Er will Vorbild sein und den überwiegend konservativen Religionsgelehrten zeigen, dass es auch einen sexuell toleranten Islam geben kann. Daraus ist in Europa eine Bewegung entstanden. Sie nennt sich Inklusive Moschee. Gleichgesinnte schließen sich zusammen und treffen sich an allen möglichen Orten zum gemeinsamen Gebet. Ich habe gerade den Vorschlag, man möge das Ganze ein bisschen anders arrangieren, weil normalerweise sagt er, macht er seine Veranstaltung eher im Sitzen. Das klingt so, sieht so ein bisschen aus wie Vortragssituation. Ziemlich zu formell. Ist es fine with you? Totally. Die Liebe Gottes, glaubt Zahid, fällt auf alle Menschen. Deshalb umarmt Allah auch Schwule, Lesben oder Transsexuelle. Dass seine Interpretation des Islam ihm Morddrohungen einhandelt, nimmt er in Kauf. Natürlich ist es gefährlich, das sollte man nicht unterschätzen. Aber die Gefahr betrifft uns alle. Am Anfang war es viel gefährlicher. Es war für viele ein Schock, eine Revolution. Wenn mich heute jemand angreift, stärkt das nur den Willen der anderen, weiterzumachen. Salam. Wir beginnen mit einem Dhikr, einer sufistischen Meditation. Ganz entspannt, das ist einfach nachzusprechen. Für die, die Arabisch können, aber auch für die, die die Sprache nicht beherrschen. Allahu, 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 Allahu. Zahid predigt einen Islam ohne Dogmen und Verbote. Jeder soll die Freiheit haben, seinen persönlichen Bezug zu Gott aufzubauen. Deshalb dürfen hier Frauen und Männer gemeinsam beten, egal ob homo- oder heterosexuell. Es gibt einen Hadith, einen überlieferten Ausspruch aus der Zeit des Propheten, Gottes Segen und Friede sei mit ihm, der sagt, am Anfang war der Islam eigenartig anders, einsam und sonderbar. Und am Ende wird er das wieder sein. Ich glaube, die besteht. Natürlich. Ich glaube, es gibt auch. Mit ihrer Islaminterpretation sind Zahid und seine Mitstreiter in der deutlichen Minderheit. Traditionell geführte Moscheen öffnen ihnen nicht einmal ihre Türen. Die inklusive Moscheengemeinschaft muss deshalb improvisieren und trifft sich hier ausgerechnet in kirchlichen Räumen. Okay,
Wir sind in einer ähnlichen Situation wie die Protestanten zur Zeit der Reformation im 15. und 16. Jahrhundert. In 100 oder 200 Jahren werden die progressiven Muslime zwar nicht in der Mehrheit sein, obwohl, wer weiß, aber sie werden finanziell unabhängig sein, eigene Imame ausbilden und eigene Gebetsorte haben. In einem Kölner Schwulenclub feiern junge Libanesen, Iraker und Syrer. Viele von ihnen sind Flüchtlinge. Wenn du im Libanon in einen Schwulenclub gehst, dann darfst du keine anderen Männer berühren. Im Club sind 10, 15 Sicherheitsleute, die aufpassen. In der schwulen Szene im Libanon herrscht Angst. Okay, du kannst zwar ausgehen, aber jedes Mal, wenn du das tust, gehst du ein Risiko ein. Ibrahim Mokhtat ist 30 Jahre alt und hat mit dem Islam gebrochen. Schwule, glaubt er, werden in dieser Religion niemals akzeptiert werden. Vor anderthalb Jahren floh er aus dem Libanon nach Köln. Er wohnt hier bei der Flüchtlingsbetreuerin Ina und wartet auf seine Aufenthaltsgenehmigung. Im Libanon landete er wegen seiner Homosexualität im Gefängnis. Und er lebte in ständiger Angst. Einmal lockte ihn ein Schwulenhasser zu einem falschen Date in eine Wohnung und verprügelte ihn. Am Ende kam es sogar noch schlimmer. Er stieß mich vom Balkon. Danach kam er runter. Ich hatte keine Angst vor dem Fall. Ich spürte nichts, als er mich runterstieß. Ich fühlte gar nichts. Die Angst kam später, als ich unten lag und ihn direkt ansah. Ich sah den Hass in seinem Gesicht. Er sagte, schäm dich, du bist doch Muslim. Du Arschloch, schäm dich, du heißt Ibrahim. Es ist Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Er landete auf einem Auto. Das Dach federte den Aufprall ab. Ibrahim überlebte, schwer verletzt, lag monatelang im Krankenhaus. Die Schrauben aus seinem Körper wurden erst in Köln entfernt. Das ist die größte Schraube. Die ist für Ina. Als er wieder laufen konnte, floh er über die Balkanroute nach Deutschland. Zu seiner Familie im Libanon hat er keinen Kontakt mehr. Nach dem Angriff fühlte er sich behandelt wie ein Aussätziger. Meine Familie wollte mich während meiner Operation nicht unterstützen. Mein Onkel sagte, später, wenn du einen Job hast, bezahlst du mir das alles zurück. Und zu Hause sperrten sie mich in einen Raum, nur mit einem Bett, und kamen nur rein, um mir Essen hinzustellen. Es war so hart. Und irgendwann, wenn du immer so bestraft wirst, dann... Dabei ist der Libanon, Ibrahims Heimat, noch ein vergleichsweise liberales Land. Das Verbot der Homosexualität wurde kürzlich aufgehoben. Doch nach wie vor werden Homosexuelle im Alltag angegriffen, verfolgt und diskriminiert.
In der übrigen islamischen Welt ist die Situation für Schwule, Lesben und Transsexuelle noch schlimmer. In Saudi-Arabien und 8 weiteren Staaten steht auf Homosexualität sogar die Todesstrafe. Manche Leute sagen, die Homophobie hat mit der Kultur, der Gesellschaft oder den Traditionen zu tun. Aber worauf beruht die Kultur? Woher kommen die Traditionen? Sie basieren auf der Religion. Ich glaube, dass der Grund für den schwulen Hass die Religion ist. Bei jedem homophoben Angriff sagen die Täter, es ist gegen den Willen Gottes. Und in den muslimischen Gemeinden in Europa? Da meint Ibrahim, sieht es auch nicht viel besser aus. Er lädt uns ein zum Sofra-Dinner, eine Art Stammtisch für schwule muslimische Flüchtlinge. Fast alle hier sind geflohen. Zu Hause haben die meisten Schreckliches erlebt, fast immer im Namen des Islam. Wie tief die Angst vor Verfolgung sitzt, auch in Europa, zeigt sich daran, dass viele hier nicht gefilmt werden möchten. Aus Sicherheitsgründen darf auch der Ort des Dinners nicht genannt werden. Als ich herkam, war ich voller Hass, abgekämpft und voller Schmerzen. Im letzten Jahr war ich überall in Deutschland und entdeckte so viele Dinge. Was früher verboten war, kann ich jetzt genießen. Und ich werde endlich respektiert. Ludovic Sahid, der schwule Imam, lebt in Marseille. Er stammt ursprünglich aus einem Land, in dem Homosexualität mit Gefängnis bestraft wird, aus Algerien. Dort hatte er eine salafistische Koranschule besucht. Mit 17 Jahren habe ich gemerkt, dass ich homosexuell bin und dass das mit dem Islam dort nicht zusammenpasste. Ich merkte, dass ich plötzlich Gefühle für die anderen Jungs auf der Schule hatte. Nach meinem Coming-out habe ich dann erstmal mit der Religion aufgehört. Es war einfach zu hart. Ich konnte den Glauben nicht trennen von der klassischen, faschistisch-patriarchalen Homophobie. Ich dachte damals, der Islam wäre schuld und die arabische Kultur. Ich wollte daher so weit weg wie möglich von dieser Kultur und vom Islam. Erst Jahre später und mit gesundem Selbstvertrauen ausgestattet, fand er zum Glauben zurück. Dies sind Sahids persönliche Aufnahmen von seiner Pilgerreise nach Mekka, der heiligen Stadt des Islam. Wenn ich nicht schwul wäre, dann wäre mein Islamverständnis wohl genauso wie das meiner ehemaligen Lehrer. Faschistisch und patriarchalisch. Er studierte den Koran, lernte ihn auswendig und stellte bei erneuter Lektüre fest, dass da nirgendwo etwas von Verbot oder Todesstrafe für Homosexualität geschrieben stand. Wie aber begründen muslimische Gelehrte ihre Verurteilung der gleichgeschlechtlichen Liebe? Die meisten Leute, die die Homosexualität verdammen, begründen das im Nachhinein mit Koranversen, von denen sie behaupten, die hätten mit Homosexualität zu tun. Ich kann Ihnen die Verse über Sodom und Gomorra zitieren. Da geht es nicht um Homosexualität, sondern um Vergewaltigung, Gewalt und Leute, die nicht gastfreundlich sind. إني آنست نارا
لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار. Wie so vieles im Islam scheint es also eine Auslegungssache zu sein. Und seine Auslegung verbreitet Ludovic Mohamed Zahed wie ein Wanderprediger auf Vorträgen und in Gebetskreisen in ganz Europa. Nice to meet you. I heard a lot Thank about you. Your event. Thank you. I really appreciate your work. It's Thank great. You. Always a pleasure to be here. It's a nice community you have in Berlin. Immer und überall predigt er, dass der Islam nicht homophob sei. Für Hass und Gewalt gegen Schwule in der arabischen Welt hat er eine andere Erklärung. Wenn die Leute glücklich und friedlich sind und ihre Kinder ernähren können, dann fliehen sie nicht und töten auch nicht ihre Nachbarn, nur weil die schwul, schwarz, weiß, gelb oder sonst etwas sind. Dieser Faschismus, diese Diskriminierung von Minderheiten kommt in der Menschheitsgeschichte nur vor, wenn eine Krise herrscht. Wirtschaftlich, politisch und jetzt auch noch ökologisch. In eine traditionelle Moschee wie diese hier in Köln würde Ibrahim nicht mehr gehen. Aber auch den liberalen Islam, den Zahed predigt, hält er für einen Wunschtraum. In der arabischen Welt gibt es keine solchen liberalen Gruppen. Hier in Europa können sie interpretieren, was sie wollen. Aber der real existierende Islam ist der in Saudi-Arabien, Ägypten und Teheran. Und die Ideologie in diesen Ländern, wo die Scharia regiert, wird sich nie ändern. Islamic laws, I guess you won't change it till ever. Er ist fertig mit dem Glauben. Denn auch in Köln erlebt er den Islam als schwulenfeindlich. Und das ist nicht nur sein subjektives Gefühl. Denn als Aktivist der Flüchtlingshilfe Rainbow Refugees ist er fast täglich damit konfrontiert. Zum Beispiel mit der Geschichte dieses Irakers, der sich als Frau fühlt und Maria nennt. Ibrahim besucht Maria in der neuen Wohnung. Zuvor hatte sie in einem Flüchtlingsheim gewohnt. Als ich im Heim lebte, ging ich zum Jobcenter und sagte, schick mich zurück. Ich will lieber im Irak sterben als hier. Wieso hier sterben? Wegen der Heime. Die machen mich fertig da. Was genau ist passiert im letzten Heim? Ein Mann kam mit einem Messer. Und was hat er gemacht? Er rief, Gott ist groß, Gott ist groß. Fragte, bist du Muslim? Es war schrecklich. Maria lief weg und kam gerade noch davon. Andere hatten weniger Glück. Zwei Ostafrikaner, die anonym bleiben wollen. Sie wurden im Flüchtlingsheim von einem Algerier niedergestochen. Er rempelte uns an, fragte, seid ihr schwul? Seid ihr Muslime? Er rief, ich frage euch. Ich sagte ja. Dann hat er zugestochen. Genau vor solcher Gewalt sind sie geflohen. Ich war in meiner Heimat mit meinem Freund im Kino. Jemand zeigte auf uns und sagte, zwischen denen geht was. Am nächsten Tag kamen 12 Leute mit einem Auto und fuhren uns aus der Stadt. Sie hackten meinem Freund beide Arme ab. Er ist verblutet. Mich haben sie mit Benzin übergossen und angezündet. Allein im November 2016 hat Ibrahim etwa 15 Übergriffe in Heimen rund um Köln protokolliert.
fast alle mit religiösem Hintergrund. Die Dunkelziffer ist höher, weil viele Betroffene lieber schweigen, aus Angst und Scham. Trotz der Grausamkeiten, die den Ostafrikanern angetan wurden, halten sie an ihrem Glauben fest. Ich glaube immer noch an Gott, obwohl ich schwul bin. Ich will einfach, dass mich die Leute in Ruhe lassen und nicht angreifen. Deshalb gehe ich auch in keine Moschee, weil ich da angegriffen werde. Ich bete dann einfach allein zu Hause. Ibrahim kennt viele homosexuelle Flüchtlinge, die mit dem Islam hadern, aber doch an ihrem Glauben festhalten möchten. Deshalb lädt er Ludovic Mohamed Zahid ein, nach Köln zum schwulen Flüchtlingsstammtisch. Ich habe Zitate aus dem Koran, die die Homosexualität verdammen. Wie kann er das abstreiten? Der liberale Prediger nimmt die Einladung nach Köln an. Ich will Ihnen helfen, mit sich selber klarzukommen. Mit Europa, aber auch mit Ihrer eigenen Gesellschaft, wo Sie ja wegen Ihrer Sexualität und Identität oft verfolgt und bedroht wurden. Gerade auch im Namen des Islam. Diesen Dingen müssen Sie sich stellen, um inneren Frieden zu finden. Hallo. Hallo. How are you? Good. Fine. Nice to meet you. Finally. It's a nice place. Yeah, it's my friend's place. Doesn't make it directly to me. Yes, yes. Lass uns gleich über mich reden. Ich wurde aus dem dritten Stock geworfen. Ich lag wie ein totes Huhn auf dem Boden. Und der Typ, der mich runtergeworfen hatte, stand über mir und sagte: Du bist kein Muslim. Du sollst sterben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das ist meine Erfahrung. Wie kannst du behaupten, dass das nicht der Islam ist? Als ich Teenager war, wurde ich geschlagen. Mein Bruder brach mir meine Nase und meinen Kiefer. Mein Vater beleidigte mich jeden Tag. Jetzt ist das anders. Ich habe meinen Platz in der Familie. Es gibt immer noch Leute wie mein Onkel aus Katar, der sagt, ich schicke jemanden, der dich umbringt. Aber die Drohung und die Gewalt haben nicht funktioniert. Ihr Ziel war es, aus mir einen heterosexuellen Mann zu machen. Das hat nicht geklappt. Wir müssen akzeptieren, dass wir immer eine Minderheit sind. Aber das heißt nicht, dass wir einfach aufgeben dürfen. Aber wie soll ich religiös leben in einer Gesellschaft, die mich aufgrund dieser Religion hasst? Vielleicht können wir darüber heute Abend sprechen. Es geht um meine persönlichen Entscheidungen. Ich bin nicht hier, um den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Ich kann erzählen, wie ich es gemacht habe. Gut. Ibrahim ist nicht so recht von den Argumenten des Imam überzeugt. Und gleich wird Zahid noch auf eine viel größere Runde von Skeptikern treffen. Rami. Hallo again. Maria. Das Interesse an Zahids Theorie von einem liberalen, auch für Schwule und Transsexuelle offenen Islam ist groß. Wir gründeten die erste inklusive Moschee Europas. In Moscheen finden die Machtkämpfe und Spannungen innerhalb der muslimischen Gesellschaft statt. Wir wollten unseren Leuten daher helfen, damit sie sich frei machen können von Dogmatismus, aber auch von Rassismus und Islamophobie. Ich komme damit klar, dass ich schwul bin. Aber ich will auch, dass die Leute, die ich liebe und meine Familie, mich akzeptieren, und zwar so, wie ich bin. Ist das alles nur deine persönliche Meinung oder beruht das auf etwas anderem? Der Islam, das sind wir. Deshalb müssen wir selbst entscheiden, welchen Islam wir wollen. Nur so können wir unsere Familien dazu bringen, vielleicht nicht unser Schwulsein zu lieben, aber wenigstens ein bisschen toleranter zu werden.
Die Flüchtlinge haben den Islam in ihrer Heimat als dogmatisches System erlebt, mit strengen Regeln, die vorschreiben, was richtig und falsch ist. Solche Einordnungen erwarten sie nun auch von Zahid. Eine Frage noch. Stimmt es, dass wenn zwei Männer miteinander schlafen, der Thron Gottes wackelt? Ist das eine Überlieferung? Wenn ein Mann einen anderen liebt, wackelt doch nicht der Thron Gottes. Das ist unmöglich. Das verstehe ich nicht. Ich rede nicht über Liebe, ich rede über Sex. Das ist unmöglich. Das ist eine falsche Überlieferung. Wenn zwei Männer sich lieben, wackelt doch nicht Gottes Thron. Wie soll ein Mensch, der liebt, so etwas anrichten? Das ist eine Lüge. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin nicht der Imam, der sagt, das ist Haram, eine Sünde. Es ist nicht so einfach. Jeder muss sich seine eigene Meinung bilden. Sonst bekommen wir in 20, 30 Jahren dieselben Probleme und dieselbe Dogmatik, die wir eigentlich überwinden wollen. Das ist alles toll, wie er über uns denkt, aber er verkörpert doch eine kleine Minderheit, höchstens 5% der Muslime. Wie kann er die restlichen 95% von seiner Idee überzeugen? Gut, dass ich dich getroffen habe und dass ich den Islam aus deiner Sicht kennenlernen konnte. Ja, das ist meine Sicht. Wirklich überzeugt hat Zahid Ibrahim und seine Freunde nicht. Trotzdem war der Besuch des Imams nicht umsonst. Allein, dass da einer ist, der offen und laut sagt, seht her, es geht, man kann beides leben, dürfte für viele muslimische Homosexuelle eine große Hilfe sein. Ich bin absolut dagegen aufzugeben. Zu sagen, macht mit dem Islam, was ihr wollt. Seid homophob, tötet Schwule. Ich halte mich raus, weil ihr mich aus der Religion gedrängt habt. Nein, wenn du aus einer muslimischen Familie kommst, ist es egal, ob du gläubig bist oder nicht. Wenn du nicht über den Islam sprichst, der Islam spricht über dich.